Überrascht sein, dass er mich sieht. Großer Hänger, kleine Gosse. Und ich war am Pressen und ich habe mir gedacht, oh du blöde Sau, warum gehst du jetzt die ganze Zeit aus? Judop, das darf man nicht sagen. Also Lichtmaschine musste erneuert werden. Und 9000 Stunden hat sie gehalten. Ja, 9000 die gute Bosch, glaube ich. Ich glaube, sie ist von Bosch. Weiß ich gar nicht. Gutes Gerät. Also 9000 Stunden in dem Betrieb ist schon super Lichtmaschine. Bin ich zufrieden. Ja. Also, ja. Und raus aus dem Acker. Also läuft doch, oder? Gute Maschine, haben wir richtig gemacht. Allrad hält sie wohl an, ne? Und damit herzlich willkommen zum neuen Farmflug hier bei uns auf dem Kanal. Am Sonntag haben wir hier aufgehört beim Heumachen und genau hier geht es jetzt weiter. Ihr habt es gerade eben gesehen, wir sind noch dabei. Die Fendt-Rundballenpresse läuft. Die Krone ist zwar jetzt schon wieder abgezogen, die ist jetzt wieder im Stroh unterwegs. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch wegen Heu-Action. Ja. Zu den Ballen kann man sagen, warum die hier wegen ausgefranst sind, das liegt daran, dass das Netz, was wir hier bekommen haben, am Rand kaputt gegangen ist und deswegen sehen die Ballen jetzt halt hier wegen verrupft aus. Ja. Aber macht nichts, das hält trotzdem zusammen und wir können die Netzrolle deswegen nicht wegschmeißen, die müssen wir dann auch verpressen. Also ja, deswegen sehen sie halt wegen wild aus, die Ballen. Aber an sich gutes Heu für die Verhältnisse von diesem Jahr. Wir haben es jetzt trocken reinbekommen, ohne dass es drauf geregnet hat. Da sind wir relativ froh drum. Und ja, ich nehme euch jetzt mit bisschen Ballen fahren. Hier nochmal kurz was zur Doppelablage. Ist halt schon richtig geil beim Ballen zusammenfahren. Ich kann jetzt hier einmal reinfahren, habe direkt zwei Ballen. Das spart ziemlich viel Arbeit. Ich denke, so 30-40% bin ich schneller durch das. Und ja, da macht auch richtig Laune so. Ja, starten tun wir das Video mit ein paar richtig geilen Drohnenaufnahmen, die ich jetzt gerade eben hier gemacht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach den Drohnenaufnahmen wieder beim Ballenfahren. Thank you.
Die ersten Ballen sind versorgt. Ich hole jetzt die zweite Ladung ab. Die werden wir aber heute nicht mehr abladen. Ich muss ja jetzt Samstagabend noch das den 100. Farmblock fertig schneiden. Also ich habe noch ungefähr 2 Stündchen zum Schneiden. Deshalb hole ich jetzt nur die Ballen, damit sie unterm Dach stehen. Und kann sie dann morgen oder am Montag noch abladen. Das läuft dann auf jeden Fall nicht davon. So ist jetzt auf jeden Fall mal der Plan. Ich glaube 3 oder 4 Ballen werden nicht drauf gehen auf den Hänger. Die sind sowieso, aber das weiß ich jetzt schon, dass wir da mindestens 3 haben jetzt, wo nicht ganz perfekt sind. Da ist gleich wegen grün noch drin. Die werden wir jetzt erstmal hier auf der Wiese sitzen lassen, weil das ist auch eigentlich zu gefährlich, die jetzt dann in die Scheune einzuräumen, weil das kann auch sich dann selbst entzünden, wenn es zu feucht ist. Und aus dem Grund werden wir die jetzt erstmal sitzen lassen. Vielleicht holen wir sie noch zu unserem Hof morgen oder übermorgen, aber jetzt heute Nacht bleiben sie erstmal hier sitzen. Ich gucke jetzt, dass ich hier die Einfahrt treffe. Machen wir hier mal das Licht aus. Die ist nämlich relativ eng. Die ist quasi hier erstmal durch so ein kleines Waldgebiet. Und mit dem Dreiachser natürlich, da muss man es hier schon wegen genau nehmen mit der Brücke, also so weit wie es geht rüberfahren, damit der Dreiachser hier überhaupt auf die Fläche drauf kommt. Ja, knappe Kiste auf jeden Fall. So, jetzt sind hier noch auf der Wiese Ballen und dann haben wir auf der anderen Wiese nochmal Ballen. Und ich habe sie schon gleich wegen zusammengefahren, das heißt, es könnte jetzt wegen schneller gehen mit dem Laden. Und dann würde ich sagen, machen wir vielleicht einen Zeitraffer schnell beim Laden und dann sehen wir uns und hören uns später nochmal.
So, der Hänger ist vollgeladen. Ich weiß nicht, ob man was erkennt. Ja. Das sind jetzt die Ballen hier, wo ich jetzt leider nicht mehr auf den Hänger bekomme. 2, 4, 6, 7 plus den kleinen da, den machen wir jetzt auch noch schnell dahin. Ja. Ja, ich habe jetzt mir hier einen Baum gesucht, also den größten, wo ich hier gefunden habe, und habe die hier als Pyramide hingestellt, dass wenn jetzt vielleicht doch heute Nacht ein kleiner Regen kommt, sie dann doch einigermaßen geschützt sind. Ja, hier ist noch ein Strohballen, den habe ich oben drauf gestellt, weil bei dem ist es eigentlich egal, ob er nass wird. Und die zwei Ballen, die sind sowieso wahrscheinlich nicht zu gebrauchen, da halt noch nasses Gras zum Beispiel vom Waldrand oder so noch drin liegt. Deswegen oben drauf, dann können die nass werden, die unten drunter sind dann ganz gut geschützt. Ich denke, so passt es. Ja, der Strohballen ist hier, weil die Lisa Netzprobleme hatte. Die war am Strohpressen und dann ist sie hergekommen, weil der Vater hier war. Und da haben sie quasi die Presse wieder zum Laufen gebracht. Und deswegen liegt der Strohballen hier. Ja, ich denke mal, dass ich das Zeug morgen noch hole, die 7 Ballen. Aber für heute ist jetzt erstmal Feierabend und ich melde mich jetzt hier mit dem Video ab. Und entweder wir sehen uns morgen am Sonntag wieder, wovon ich ausgehe, oder wir sehen uns am Montag. Und dann mache ich mich jetzt auf den Heimweg. Bis morgen. Montagmorgen. Ja, was machen wir denn hier Schönes? Wir sind im Heu- und Strohlager. Ihr seht, bis auf ein bisschen Stroh da hinten ist hier nichts mehr da. Also die Heuballen sind alle weg. Das sind jetzt hier noch schlechte Ballen. Ja, warum schlechte Ballen? Wir hatten dieses Jahr ein paar Probleme. Ich glaube, ihr seht es hier unten. Ja, durch den vielen Regen ist halt diese alte Halle dann doch wegen, ich will nicht sagen undicht, dass es meiste kam von draußen rein durch irgendwelche verstopften Dohlen oder sonst was. Und jetzt haben wir quasi die neue Heuernte schon die ersten zwei Wägen parat. Und jetzt wollen wir das einmal wieder schön sauber machen. Das heißt, das nasse Stroh, weil wir haben echt Pech gehabt, sich von da vorne wahrscheinlich, schätzen wir, hier reingelaufen, da die Dohle da vorne. Ich nehme mal an, dass die halt das Wasser, die ist nicht zu, aber vielleicht kriegt sie das Wasser, was da gekommen ist, bei einem Starkregen nicht weg. Und ja, wir haben immer mit Stroh unterlegt, also schon schöne dicke 30-40 cm Strohmatte unten rein. Einfach aus dem Grund, da wir halt immer mal wieder Ballen haben, die aufgehen oder das Netz kaputt geht. Also wir haben schon Stroh übrig, um hier einzustreuen. Hat bis jetzt auch immer super funktioniert. Anfangs haben wir es probiert mit Paletten drunter, aber das ist wirklich ein Haufen Aufwand, wenn hier mal ein paar hundert Ballen drin sind. Und meistens ist man halt hier alleine, oder ich zumindest alleine gewesen. Und da ist es mit dem Stroh schon einiges schöner. Hat auch, wie gesagt, die letzten Jahre funktioniert, bis auf dieses Jahr, wo es so im Frühjahr so nass war. Da ist hier dann auf jeden Fall mal das Wasser rein. Und hat einen Teil von den unteren Ballen halt kaputt gemacht. Sehr, sehr schade, aber ja. Und deswegen wollen wir es jetzt richtig machen. Ich bin hier mit dem Praktikant. Der übt ein bisschen ins Frontladerfahren da vorne. Und ja, dann machen wir jetzt hier Stück für Stück sauber, damit wir nachher die neuen Ballen hier einräumen können. Und ja, ich bin gespannt. Gucken wir jetzt, wenn wir das mal sauber haben, mal die Dohlen, weil hier drin sind auch ein, zwei Abläufe. Die gucke ich mir jetzt mal noch an, ob die verstopft sind vielleicht oder was da los ist. Dass das Problem auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr passiert. Ja, und das sind halt hier diese Strohballen, die gesagt, und hier zum Beispiel einen Heuballen, so sieht es dann aus. Also der ist halt unten schwarz von der Feuchtigkeit, vom Wasser, wo reingelaufen ist. Und den können wir auf jeden Fall nicht mehr verkaufen. Und somit ist er vielleicht gerade noch so gut genug hier zum Einstreuen. Wenn es natürlich, wenn er jetzt nicht hundertprozentig nass ist. Wenn er jetzt komplett nass ist, kann ich den hier auch nicht unten drunter setzen. Weil dann zieht es quasi von dem nassen Stroh die Feuchtigkeit ins Heu. Das wäre dann auch nichts. Aber ja, wir machen jetzt hier mal weiter.
ist zum Glück schöner Betonboden drunter, also da kriegt man das schon gut sauber. Dann machen wir hier wegen Ordnung und setzen dann die zwei Hänger schon rein. Ein Hängerheu habe ich jetzt hier schon versorgt, das sind die Ballen. Die werden wir aber wahrscheinlich dann auch nochmal umsetzen da hinten hin. Da wir die Boxen eigentlich gern mit Stroh voll machen. Aber ich glaube, dieses Jahr gibt es gar nicht so viel Stroh, dass wir hier einlagern. Ja. Wie wir sehen, wir haben letztes Jahr nicht alle Strohballen verkauft und deswegen sind wir jetzt auch nicht so im Feuer, da richtig Strohballen zu produzieren. Wir verkaufen jetzt noch von der alten Ernte. Ist wahrscheinlich noch besseres Stroh wie von der neuen. Also wir sehen hier echt schönes Stroh. Also ja. Finde ich fast schöner wie die Strohballen, die wir dieses Jahr fressen können. Einfach, weil es letztes Jahr wegen schöner war zum Ernten. Ja. Wir machen jetzt hier weiter. Aufladen tun wir das auf den Hänger und fahren das Zeug auf den Misthaufen bei uns. Ich denke mal, das gibt zwei Hänger oder so und dann sehen wir uns später nochmal. So, neuer Tag, neues Glück. Ich begrüße euch auch zu diesem Farmvlog. Ja, wie ihr seht im Hintergrund, wir haben die Hänger gerichtet, beziehungsweise den Hänger gerichtet und fahren jetzt gleich der Raps, der da drin ist, weg. Zusammen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Eine meiner Lieblingstätigkeiten in der Ernte, muss ich sagen, Hänger fahren. Ich habe auch hier das Band da mitgenommen, beziehungsweise Lukas hat mir das Band hingelegt. Ich denke mal, das ist so ein kleiner Hin drauf, dass ich euch auf den Kopf schnallen soll und ein bisschen den Weg filmen soll. Mal schauen, wie das Ganze klappt und wie ich das Ganze hinkriege. Und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Und dann geht's Abfahrt. Abfahrt los zum Abgib. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich habe nämlich noch nicht so wirklich überprüft, was man sehen kann, wenn ich hier die Kamera auf dem Kopf habe. Aber wenn ich gleich aus dem Dörfli hier draußen bin, dann schaue ich mal, ob man, ob ich das dann kurz überprüfen kann, was es da zu sehen gibt. Das ist immer sehr gut, wenn da Leute anhalten. Ja, genau. Ich bin, wie gesagt, auf dem Weg zum Abfahren. Ich habe jetzt den Anfang nicht mitgefilmt, einfach aus dem Grund, weil hier viel Verkehr war und ich viel gestanden bin. Oder was heißt viel gestanden bin? Es waren halt viele Autos und viele rote Ampeln. Und ich denke, das ist nicht so ganz interessant wie der Weg, der jetzt noch kommt. Denn der Weg, der jetzt noch kommt, der führt an so ein paar Feldern vorbei und eigentlich ganz hübsch. Und wie gesagt, ich schaue jetzt gerade mal schnell, was ihr denn so seht, wenn ich die Kamera habe. Ah ja, ihr seht die Straße. Okay, perfekt. Dann kann ich nämlich die Kamera so lassen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie lange das gut geht mit dem Band auf dem Kopf, weil es ist ein bisschen locker. Ich glaube, Lukas hat ein bisschen größeren Kopf wie ich. Ich habe es auch schon verstellt, aber ich habe so das Gefühl, es rutscht durch meine Haare irgendwie ein bisschen runter oder halt hoch und dann, dass die Kamera irgendwann mal runterfliegt. Aber wir werden jetzt mal gucken, wie lange das gut geht. Und ich werde euch ein bisschen den Weg mitfilmen. Für diejenigen, die von hier kommen, wir fahren unseren Raps nach Merdingen. Da fahren wir jetzt über Eichstätten, weil jetzt am Wochenende war Siu. Und wenn Siu ist, dann ist die Strecke praktisch über March und Co. Gesperrt. Und deshalb müssen wir sozusagen außenrum fahren. Und was auch kein Problem ist, ich finde die Straße sogar ein bisschen schöner, wie wenn ich jetzt über Reute fahren würde. Und genau, weil die ist ein bisschen breiter, die ist einfach, ja, ist einfach für mich, finde ich, ein bisschen schöner. Und ich glaube sogar gar nicht mal weiter oder länger, dass man mehr Zeit bräuchte. Ich glaube sogar weniger. Aber weiß ich nicht genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert hier mit dem Gespann. Genau. Dadurch fahren wir jetzt eben über Eichstätten und dann geht es nachher über den Holperweg. Ich glaube, spätestens zum Holperweg muss ich euch abnehmen. Weil, wie der Name vom Weg schon sagt, wird es da ziemlich holperig. Und natürlich fährt man da ein bisschen langsamer durch die ganze Straße durch. Allerdings kommen da auch viele Autos entgegen und du musst aber schon mal ausweichen auf den Randstreifen. Ich fahre übrigens mit dem 724er und unserem Dreiachser. Den haben wir gestern Abend noch vollgefüllt mit Raps. Beziehungsweise war das der Lukas und der Papa. Und ich fahre den jetzt heute Morgen weg. Ich habe eigentlich auch schon im Silo angerufen, aber die gehen noch nicht dran. Also ich hoffe, dass die Raps annehmen können.
Aber sie müsste ja dann auch irgendwann mal zurückrufen, wenn es nicht so wäre. Ich habe nämlich schon angekündigt, dass ich die Tage komme und noch Raps bringe. Und dann hat er gemeint, er hat noch Platz. Und dass es alles funktioniert. So, da hinten ist jetzt das Silo. Also einmal hier. Und ja, für mich geht es jetzt noch kurz einmal um die Kurve hier rum und dann in die Straße rein. Und dann sind wir eigentlich auch schon gleich da. Also da ist Silo. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist ein bisschen weiter weg auf der Kamera. Genau. Und dann muss ich erstmal die Plane aufmachen, damit der mit seinem Piekser da in den Wagen reinpieksen kann. Nicht, dass der durch unsere Plane reinsticht, was er eh nicht machen wird. Oh, ich sehe gerade, da vorne fährt die Jonas. Der Jonas, nicht die. Aber der fährt mit unserer Mulde. Und mit dem 828er. Er wird jetzt überrascht sein, dass er mich sieht. Und normalerweise wäre ja heute Markt. Allerdings geht es der Alina nicht so gut. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir heute keinen Markt. Was uns eigentlich auch relativ gelegen kommt, weil wir ziemlich viel mit dem selber zu tun haben. Also gepresst werden muss noch. Dann natürlich abfahren. Dann wäre natürlich Ernte steht dann noch an. Und genau. Das hat mich jetzt auch gefreut, dass ich ihn gesehen habe. Und jetzt geht's hier rein. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn viel Betrieb ist, dann kommen ja da auch aus der Straße auch viele Hängerzüge oder Hängerfahrer und Traktoren raus. Ja, und wenn es doof läuft, hier ist halt nicht so ganz so viel Platz, um nebeneinander durchzukommen, muss man halt entweder auf den Acker ausweichen, wenn es geht, und oder einer muss rückwärts fahren. Wenn natürlich keine zwei Hänger dranhängen, wenn einer nur einen Hänger hat, dann wäre das ja möglich, rückwärts zu fahren, sage ich jetzt mal, außer da. Also da kann man dann wieder aneinander vorbeifahren, das ist so ein Schotterweg. Und dann geht es auch. Normalerweise guckt man auch und fährt da ein bisschen vorsichtiger rein, dass das alles kein Problem ist. Ja, und ich muss jetzt nachher seitlich abkippen, heißt für mich steht jetzt noch an, dass ich einmal, hier ist Betrieb. Für mich steht jetzt noch an, dass ich nachher den Bolzen umstecke, dann natürlich die Plane aufmachen und dann hoffentlich kriege ich die Seite auf, weil die Seite ist manchmal ein bisschen schwieriger aufzumachen, finde ich. Also gerade bei neuen Hänger ist ja noch viel Lack und Co. da dran, da ist noch nicht abgenutzt. Obwohl bei unseren Hängerzug geht die Seite auch brutal schwer auf. Aber ich habe mir, ich bin ja nicht blöd, ich habe mir ein Rohr mitgenommen. Also ohne mein Rohr gehe ich eigentlich nie Hänger fahren oder gehe ich eigentlich nie zum Abgeben. Jetzt muss ich es wieder richtig hinlegen, wow. Dass ich irgendwo dran komme. Ja, genau, ich fahre jetzt noch ein bisschen auf die Seite, dass der an mir vorbei kann. Ansonsten haben wir hier auch schon wieder ein kleines Problemchen. Ja, einen Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Alles gut, wir sind aneinander vorbeigekommen. Allerdings kann ich immer noch nicht reinfahren, weil hier sind noch drei weitere, die ausgewogen werden wollen oder eingewogen werden wollen. Aber so wie es aussieht, wollen die alle wieder ausgewogen werden, weil sie leere Hänger haben. Also sieht zumindest mal von hier aus aus. Und ja, dann kann ich rein. Allerdings, was ich jetzt dazu wollte, ich eigentlich zum Punkt kommen. Ich rede ja gern mal um den heißen Brei rum. Ich muss jetzt gleich da drüben auf dieser Seite abkippen. Und das Silo hier hat eine Gosse, die funktioniert richtig gut. Das ist die zum hinten kippen. Und dann hat es noch die alte Gosse, die zur Seite, wo man also halt zur Seite kippen muss. Ja, Problem ist nur, ich habe einen relativ großen Hänger, wie ihr sehen könnt. Und da kommt halt manchmal ein Schwung raus, ohne dass man es so tatsächlich will. Also man kann das gar nicht so wirklich steuern. Klar, ich kann langsam hoch machen, dass halt wenig rauskommt. Aber irgendwo mal kommt halt so dieser eine Strupfer, der dann, keine Ahnung, sich löst und dann kommt so eine richtige Menge runter. Ja, und dann ist die Gosse halt mal voll und dann stehst du da halt ein paar Minütchen, bis die abgelaufen ist, weil die halt relativ langsam ist. Hier sind eher kleinere Hänger, glaube ich, sogar besser bei der Gosse, aber gut, was soll's. Genau, ich glaube, ich mache in der Zeit, wo die hier stehen, schon mal die Plane auf, dass ich was Sinnvolles gemacht habe, wenn ich nur rumstehe und nicht nur, rumstehe halt. So, wie ihr seht, da ist das schwarze Gold. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, was für Eigenschaften das hat. Ich muss jetzt noch kurz warten. Der eine wird noch ausgewogen und dann kann ich auf die Waage fahren. Aber ich gehe jetzt schon mal wieder runter. Ich wollte euch nur mal kurz den Ausblick hier von hier oben sozusagen zeigen. Aber ja, ich gehe jetzt wieder runter
und dann fahre ich auf die Waage und dann schaue ich mal, wie feucht er ist, was für ein Ölgehalt er hat. Das interessiert mich, mich nämlich persönlich alles sehr. Und dann ja, gehe ich abkippen. Jetzt habt ihr mein gequältes Aufmachen gar nicht gesehen. Ich double hab nicht auf On gedrückt. Also ihr seht, ja, ich habe schon mal gekippt und das Ganze läuft jetzt halt dementsprechend semi gut ab. Wie gesagt, großer Hänger, kleine Gosse, aber da leckt der Raps. Wir sind bereit zum Abgeben. Ich habe ziemlich viel von diesem Spreuepur im Auge und ich habe gerade ziemlich gequält versucht, die Seitentür hier aufzumachen. Ging so semi gut, aber wir haben es jetzt hinbekommen und ich kann jetzt weiter kippen. So, für mich geht es jetzt wieder auf die Heimreise. Ja, wir haben jetzt abgegeben und hatten eine Feuchtigkeit von 8,4%. Also das ist beim Raps eigentlich in Ordnung. Alles unter 9 bzw. 9 ist okay. Zum Ölpressen muss es noch ein bisschen trockener sein, einfach, dass die Lagerung gewährleistet ist. Allerdings ist das kein Problem. Wir haben jetzt noch einen Acker oder mehrere Äcker stehen, die dann halt ein bisschen später, beziehungsweise einer, der halt ein bisschen später geholt wird und daraus wird dann Öl gemacht. Weil wir ja nicht alles, was wir an Hektaren, sage ich jetzt mal, an Raps haben, zu Öl machen können. Das wäre ja ein bisschen viel. Hallöchen! Witzig, finde es immer toll, wenn wir Menschen zuwinken. Ja, genau. Ich habe auch vorhin wieder eine Nachricht bekommen, dass ich einem nicht gewunken habe. Es tut mir leid, wenn ich jemanden nicht sehe, aber manchmal fahre ich wirklich gefühlt blind durch die Welt. Aber ja. Genau. Ich habe jetzt den Zettel abgeschickt, dass ich das auch schon erledigt habe und für mich geht es jetzt, wie gesagt, auf den Heimweg. Und dann mal gucken, was noch so ansteht heute. So, ich bin wieder am Hof angekommen und für mich geht es jetzt gleich weiter. Und ja, ich denke, ich weiß es noch nicht so ganz, aber ich glaube, für mich geht es hier mit unserer Presse weiter. Allerdings, upsala. Bespreche ich das jetzt erstmal mit Papa und dann sehen wir mal, was der Stand ist, ne? Montagabend, 21 Uhr. Ich habe heute Mittag umgebaut auf Raps wieder, weil wir gesagt haben, okay, durch den Regen heute Nacht können wir quasi nicht nichts anderes dreschen und der Raps ging auf jeden Fall jetzt wunderbar. Wir haben jetzt einen Dreiachser gleich voll. Und ja, morgen werden wir hier direkt komplett weitermachen. Also ich habe morgen den ganzen Tag Raps zu dreschen. Wir haben jetzt auch gerade eben noch einen schönen Livestream auf Twitch gemacht. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr bei dem Twitch-Livestream dabei wart. Ist jetzt leider zum Schluss wieder die Kamera überhitzt. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe schon, also ich tue die Kamera quasi schon ohne Akku, ja, Akku bedienen. Das heißt, ich mache den Akku raus und tue quasi direkt mit einem Ladekabel in die Kamera rein. Also ja, die Überhitzung vom Akku habe ich dann halt einfach nicht, aber es reicht halt irgendwie trotzdem noch nicht. Wenn einer da einen Tipp vielleicht hätte, wie man das, ob man das vielleicht von der Einstellung her, von den Filmeinstellungen, ob ich die noch verändern müsste, damit es vielleicht wegen weniger Hitze erzeugt. Das wäre mal hilfreich auf jeden Fall. Es ist immer so eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht manchmal auch wegen länger, was die Kamera so mitmacht. Letztens ging es mal 2 Stunden, da war ich sehr überrascht. Aber ja. Dann ist es halt vielleicht auch einfach so. Deswegen haben vielleicht die anderen auch mehrere Kameras. Also wenn dann eine mal überhitzt, dann streamt die andere noch weiter. Wenn man das mit einer Kamera macht, ist halt immer das Problem, dass die, wenn die ausfällt oder vorhin haben wir vielleicht auch, haben wir mal kurz gehabt, dass das WLAN mal kurz nicht zur Verfügung war und dann waren halt alle Zuschauer weg im Livestream. Das ist wegen doof, aber ja.
Ich denke, für unser erstes Jahr Livestreaming hier haben wir jetzt schon ganz gute Technik hier mit dem WLAN-Router. Und da kann ich eigentlich wirklich zufrieden sein. Ja. Wir machen jetzt den Tank noch voll, dann machen wir den Dreiachser voll und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier auf Mähdrescher morgen wieder. Und ich sag jetzt mal tschüss, bis morgen. So, wie ihr seht, seht ihr, dass ich nicht auf meiner Presse hocke und am Pressen bin. Batterie low, 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 low. Ja, ich habe nämlich bemerkt, dass der Schlepper eine leere Batterie hat. Batterie low, low, low. Und sich nicht low, mehr selber auflädt. Und ich war am Pressen und ich habe mir gedacht, oh, du blöde Sau, warum gehst du jetzt die ganze Zeit aus? Schudup, das darf man nicht sagen. Du blöde Piep. Warum gehst du jetzt die ganze Zeit aus? Weißt du, das Terminal bei der Presse. Und dann habe ich mich schon richtig drüber aufgeregt, habe einen Papa angerufen. Und ich so, Papa, das funktioniert nicht richtig. Was soll ich tun? Und er gemeint, ja, hast du noch Batterie? Und dann habe ich so geguckt, also ein Balken war noch da. Nur noch ein Balken, das ist wieder, das Tank ist leer. Batterie low, 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 low. Und dann, ja, dann bin ich halt zurückgefahren und dann zur ZG halt. Und bei der ZG kurz vorher, so, keine Ahnung, 10 Minuten vorher, hat es angefangen mit Blinken. Und total Signalstörung und Piepen und Joystick funktioniert nicht mehr und alle als... Also jetzt kommen wir auf der Punkt oder schlicht gerade der Rabu rein. Als ich angekommen bin, bei der ZG habe ich das dann halt so erzählt, was los war. Und dann ist so, ja, aber mit Fußgas konnte ich noch fahren, oder? So richtig fasziniert. Und ich so, ja, ich bin noch hergekommen. Also Lichtmaschine musste erneuert werden. Und 9000 Stunden hat sie gehalten. Ja, 9000 Stunden. Die gute Bosch, glaube ich. Ich glaube, sie ist von Bosch. Weiß ich gar nicht. Gutes Gerät. Also 9000 Stunden in dem Betrieb ist schon super Lichtmaschine. Bin ich zufrieden. Ja. Also, ja. Ist okay. Jetzt ist sie hier. Wir hoffen, dass sie günstig wird. Vielleicht 150 Euro oder 650 Euro. Ja, vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, was die bessere Zahl ist oder die richtigere Zahl. So, ja, jetzt pass auf, schreibt einer unter drunter. 1500! Ja, und wir alle so, okay, mach die alte wieder rein. Ja, früher muss man ganz ehrlich sagen, sind so Sachen repariert worden. Neue Kohle rein und weiter geht's. Ne? Ja. Wahrscheinlich wird die jetzt auch zurückgeschickt und wird wieder getauscht. Gehäuse ist ja, weißt du, wie ich meine. Wahrscheinlich. Kennst du aus, also neue Wicklungen rein. Wahrscheinlich nicht mal die Wicklungen, das ist nur die Kohle verbraucht. Das ist ja Elektromotor nur. Ja, Elektromotor. Aber jetzt, okay. Naja, jetzt bin ich halt... War der Presstag auf jeden Fall für die Lisa. Fertig ist. Ja, war ein kurzer. Jetzt holen wir noch schnell unseren gedreschten... Kannst du mal ein bisschen... Ja, kann ich. ...sanfter fahren hier. Ja, unseren gedreschten Raps holen wir jetzt noch ab. Ja. Nochmal drei Achser voll. Und Lukas ist ja fleißig am Dreschen. Ja, die Feldwege, wenn dann hier die Radfahrer und die Jogger den ganzen Weg brauchen, muss ich halt den Acker. Ja, aber das kann man auch mit Lachs haben. Also auf jeden Fall holen wir jetzt unseren Dreiachser ab, der ist nämlich ready to holen. Richtig gutes Englisch, was ich hier schon wieder mache. Ich finde auch, dass wir ein Englisch-Video machen. Also, da haben wir mit Lukas gestern schon besprochen in dem Stream. Dass er englische Videos macht. Ja, wenn wir englische Videos machen. Ich glaube, dafür können wir aber nicht so gut Englisch. Für weltweit, weißt du? Also dafür ist unser Englisch einfach nicht so gut, glaube ich. Für around the world. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich einfach. Oder fährst du unseren Akkordrack? Mhm. Genau, da vorne ist er nämlich schon und jetzt wollen wir noch ein paar Bilder von draußen zeigen. Genau. Das Ablade und das Anhänger und wie die Lisa dann den Dreiachser aus der Scheiße zieht. Ja, weißt du, Papa sagt noch so, ja, mach ihn voll, hau ihn knall voll auf dem Acker. Aber Allrad noch. Aber, immer, hey, aber hast du Allrad an? Ja, immer. Aber Hauptsache seine Philosophie, jedes Mal, wenn wir irgendwie wohin gehen, der Hänger wird nicht aufs Feld gestellt und dort nicht befüllt. Punkt. Ja, ich habe jetzt gewusst, dass du mit dem großen Panzer kommst, dann ist ja das kein Problem, Leute. Und was hat er gemacht? Er hat den Hänger aufs Feld gestellt und voll gemacht. Ja, jetzt gucken wir, was passiert. Wir haben ja den neuen Karamel wegen Tische, diesen 724 Neuspielzeug. Jetzt wissen wir gleich, ob er halt diesen Anhänger sozusagen auch. Es ist ja auch kein Feld, sondern es ist eigentlich ein Grasfeldweg. Aber ich bin am Grasfeldweg ehrlich gesagt auch schon hängen geblieben, ja. Muss ich auch dazu sagen. Aber mit dem Hängerzug. Ja, aber trotzdem. Oh, der Lukas hat schon abgeladen, dass er wieder ist. Nee, der hat nur wieder aufgemacht. Oder macht also ich springe jetzt raus, fahre Akkutrack weg und du fahrst rein, ich häng dich an. Ja. Jetzt hast du am liebsten, gell, die Anhängmaschine wieder dabei. Ja. Also, und dann machen wir noch ein paar schöne Bilder von draußen am Lauen. Oh ja. Lisa, du musst dann davor fahren, wo der Anhänger steht und dann haltst du da vorne beim Anhänger und dann kann der Lukas Schneidberg, weißt du da vorne.
Wir fahren jetzt da vorne, deswegen steht das so rum, dass man nicht über 6 Uhr raus muss. Ja, ja, schon klar. Ne? Da vorne dann mit der Anhänger steht Tanker mal. Also raus. Geht jetzt die Hupe nicht mehr. Das ist jetzt eine Karaui gemacht. Geht jetzt die Hupe nicht mehr. Reicht es jetzt nicht, dass Lisa eine Karre hier gemacht hat? Lisa hat eine Karre hier gemacht. Ja, Batterie low, low, low. Neue Lichtmaschine. Ich hab's gut gemacht, ich schwör's. Muss man halt den Mähdrescher an Hängerzug hängen. Also fahr raus mit der Kiste und Lisa fahrt rein, ich hänge. Ja, nein, den Hänger müssen wir langsam ziemlich wölkig und dunkel, von dem her könnte noch regnen, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Na, jetzt gucken wir mal, was er kann, der neue 724, voller Dreiachser Raps und raus aus dem Acker. Also läuft doch, oder? Gute Maschine, haben wir richtig gemacht. Allrad hält sie wohl an, ne? So hat sie da vorne einen Acker, der Lukas kommt jetzt vor und dann gehen wir ans nächste für heute.
sei, dass du immer noch keine Kamera am Zug malst. Also ich würde dann noch so Seilwinde da unten empfehlen. Ne? Seilwinde, wo ein Hänger herzieht oder nicht? Ja, die Amis sind das doch irgendwie so ein Zugball, wo man dann draufstehen kann. Ah, stimmt, und das Zugball zieht es dann ins Ding rein. Das habe ich gesehen. Ja, das finde ich eigentlich am einfachsten. Ne? Ja, oder halt eine Kamera. Aber wenn man den nicht hat, dann sind die von dir drin. Die müssen nicht regelmäßig noch fahren. Ja, es geht normal, aber ich weiß auch nicht. Erst dann 8 Mal kommt es dann. Dann steige ich dann 5 Mal aus. Alleine scheiße. Ja, und vor allem, ich habe jetzt gedacht, es passt von der Höhe, weil ich habe ihn ja mit dem Mähdrescher abgehängt. Ja, ja, klar, aber es ist jetzt wegen runtergegangen. Vielleicht ist es vom Draufsetzen das Stützrad wegen den Boden gegangen. Ja, ja, genau. Normal passt es. Was als Problem ist, wenn einer das mit dem Schlepper gefahren hat, dann musst du absteigen. Weil dann kann es so sein, dass es viel zu hoch ist und dann da hinten was kaputt macht. Klar. Nee, also die Kamera da unten macht Sinn. Oder halt, was Bausche kommt, in so eine Seilwinde zum Mietdreher, können wir da unten auch montieren. Ne? Ja, mit der Kamera sieht man es gleich, ob es passt oder nicht. Also, du bist jetzt nur die Kamera am Arsch quasi. Ne? Ja, ich habe quasi hier. Hier, das ist die Mitte vom Häcksler und genau diesen, dieses Blech sehe ich. Und über das kann ich dann halt über die Deichsel peilen. Also ungefähr grob passt es als, aber. Okay. Gerade jetzt die Höhe halt. Also egal, wir haben es geschafft, wir sind wieder angehängt. Ich wundere mich immer, wie der das in der Nacht hinkriegt, im Dunkeln und an der unmöglichsten engen Stelle. Ja. Aber wahrscheinlich ist es halt wirklich nur Versuch und Test. Gott sei Dank muss unsere Mimimi-Prinzessin, ja. Das passiert, wenn man ist. Das nicht machen. Noch nicht machen. Wann fährst du mehr drin schon diese? Fahren wir diese Saison noch zusammen? Mhm. Also ich fahre ja jetzt noch ein bisschen die nächsten paar Tage. Ne? Und dann fahren wir als erstes Glas mit zwei, oder? Ne? Ist ja weniger breit wie der, gell? Ist eigentlich schon der Schluss, oder? Ist eigentlich der Schluss, wenn wir alle drei so zusammenstehen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich was im Mähdrescher vor lauter gestern Livestreaming überhaupt was gefilmt habe. Kannst du mal Mähdrescher an- und abhängen. Das ist authentisch in der Ernte. Mehr kann man halt nicht machen, das ist in am Arsch. Ja. Und das kommt auf jeden Fall im Sonntagsvideo, kommt das wieder. Also da werden wir von innen drin auch wieder was sehen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, die nächsten Tage kommen wieder ein paar Livestreams. Oder wie immer machen wir noch oder so. Also mit Anfang du das Video, da hat es ja angefangen mit Durchpressen. Oh. Das haben wir ja auch noch so. Stimmt. Also wie gesagt, ich bin am Morgen auf Mähdrescher, also ich bin dann echt gespannt. Also, ihr seht das alles im Sonntagsvlog, wie es weitergeht mit unserer Woche. Und jetzt kommt jetzt morgen. Ich habe richtig was übrigens zur Hinfahrt gelabert. Genau, Lukas macht jetzt noch die restlichen Sachen vom ganz hier und dann gehen wir wieder zurück an den Hof und dann war es das, denke ich, heute. Oder? Also macht's gut. Ich hoffe, euch hat der Fahrplan gefallen. Jo. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und teilen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns am Freitag. Ja. Talken, aber das mag Lukas nicht so. Habe ich jetzt herausgefunden, er sagt mal, warum sagst du immer talken? Das versteht doch keiner. Doch, teilen, liken und so weiter und so fort, ihr versteht. Das war wieder mal schon eingeprägt, ne? Ja. Von dem her, wir sagen. Wir haben hier Geschenke gekriegt, jede Menge Geschenke. Ja. Es war jemand da und hat uns sehr, sehr, sehr netterweise eine Flasche Sekt zum 100. gebracht, ja. Die werde ich mir heute Abend, nee, heute Abend gehen, ich muss erst kalt stellen. Also muss morgen. Die Reserveflasche heute noch herhalten. Ne? Morgen Abend ist sie drin. Genau, also vielen Dank dafür. Ja. Und von der Firma Fliegel haben wir auch noch ein tolles Geschenk in der Halle, stehen wir noch leider keine Reifen zum Wechseln gerade. Also kommt demnächst auch noch was Interessantes auf euch zu, was wir euch zeigen wollen. Genau. Irgendwo reißen wir halt ein Rad runter. Ne? Irgendwo, kriegen wir schon hin. Wenn ich nicht so laut schreie, oder was ist jetzt morgen der Mähdrescherplatz? Oh nein, bitte nicht. Naja, mal schauen, was auf uns zukommt. Wir sagen, wie immer, Adele. Bis Freitag.